Leopold Elvis, du bist extra von Österreich hier runtergefahren, extra damit wir die nächsten zwei Nächte draußen schlafen. Und die nächsten zwei Nächte, du wirst dich auf jeden Fall so richtig abquälen beim Schlafen. Die werden so richtig hart sein. Die werden richtig ohrenbetäubend laut werden, mit ganz viel Lärm und Krach. Man wird kaum schlafen können. Das wird richtig geil sein. Und das hier, das ist diese legendäre Stelle. Genau, wo ich genau das hier gemacht habe. Ich werde dir gleich die erste Location zeigen, unser erster Schlafplatz für heute, für die erste Nacht. Wir müssen eine ganze Stunde hinlaufen, zu Fuß. Genau, und dann werden wir dort ankommen. Du hast dieses ganze Gepäck dabei. So 20 Kilo. Das sieht schon mal gut aus. Und guck mal hier, wir haben sogar Einweggrill dabei. Das ist sehr gut. Zwei Stück. Wir werden heute grillen. Oder spätestens morgen, je nachdem, wie viel Hunger wir haben. Aber bevor es gleich mit dem Video weitergeht, möchte ich euch den Gewinner des letzten Gewinnspiels, worin einer von euch diese Massagepistole gewinnen konnte, bekannt geben. Insgesamt haben 41 Personen teilgenommen und der Gewinner wurde über das Zufallsprinzip gewählt. Der Gewinner, der mir übermittelt wurde, ist Pascal Günther. Pascal Günther, herzlichen Glückwunsch, du hast diese Massagepistole gewonnen. Du wirst nachher oder die Tage vom Hersteller angeschrieben und dann wird es dir zugeschickt. Diese Massagepistole wurde dafür entwickelt, um Muskelverspannungen, Krämpfe und allgemein Muskelschmerzen zu lösen bzw. sich diese selbst zu behandeln. Für alle anderen, die nicht gewonnen haben, ich habe euch diese Massagepistole erneut in der Videobeschreibung verlinkt. Mit diesem Code gibt es 10% Rabatt. In diesem in der Infokarte verlinkten Video habe ich euch das Produkt ab Sekunde 23 genauer vorgestellt. Also schaut bei Interesse vorbei und weiter geht's mit den eigentlichen Videos. So, MarvCon TV ist auch dabei. Moin. Und Adi ist auch dabei. Wir werden heute eine richtig wilde Nacht haben. Ja. Mit ganz viel Geräuschen und das wird richtig ohrenbetäubend laut sein. Das wird, wir werden einen Hörsturz bekommen. Uber-Cola. Ich grüße nochmal Uber-Cola. Ui! Yeah! Yeah! Flachkörper macht Laune, ne? Bei uns gibt's geiles Deckel auf Gesundes. Rabattgesundes. Habt ihr das denn auch? Ja, haben wir. Wir haben keinen Pfand drauf. Kein Pfand. Kein, ne? Pfand. Ja. Gesundes Trinki. Das ist ein richtig beschissener Scheißdeckel. Der gehört sich so nicht. Die müssen abgeschafft werden. Was hier? MarvCon TV. Du klebst deine Aufkleber drauf. Ich klebe Aufkleber auf dein Fahrzeug. Ja. Die dann trotzdem zur Baustelle gegangen sind. Auf diesen Fahrrad hier. Ah, das hat mir fast gedacht, das ist unbehandelt. So, dieses Alu, das hält da leider nicht drauf. Ja, scheiße. Ja, ich habe noch andere Aufkleber mit so Transferfolie, so wie diese hier oben sind. Das ist eine Katastrophe. Man hat dich sehr lange in meinen Videos gar nicht mehr gesehen. Nein, das stimmt, lange nicht. Ich habe auch schon mehrere Kommentare unter meinen Videos, wann wir mal wieder ein Video zusammen machen. Ich auch. Wird mal wieder Zeit, ein richtiges Video zusammen zu machen. Genau, wir müssen unbedingt wieder draußen pennen. Ja. Ich habe hier mal 15 Euro Natururin-Tätowierung hier auf meinem Wagen drauf. Genau da. Ja. Seht ihr das? Ich ja. So, Leopold Elvis. Diese Nacht, die wird doch sanft sein. Dass die erste Nacht beschissen wird, das habe ich nur gesagt, um viel mehr Wiedergabezeit zu bekommen. Genau, das ist der einzige Grund. Dann hast du mir Panik gemacht für nix. Genau. Aber nächste Nacht, die wird richtig beschissen werden. So, wir haben hier Jordan gefunden. Die klettert hier auf diesen Schuh drauf. Hier sah sie noch besser aus damals. Inzwischen ist sie so, jetzt ist damals so. Ja. Ja. Jetzt sieht Jordan so aus. Sie so, eben war die so lang. Guck mal, siehst du ja von hier, die war so lang auf meinem Schuh drauf. Ich muss sie jetzt mal entsorgen gehen. So, jetzt serverst du die Schuhe? Ja, mit Baby-Popo-Tücher. Das ist nicht gut. Die riechen nach Pinaten. Ja, das sind die besten Tücher. Ja.
Die sehen aus, ja, direkt, als ob ich Lackschuhe hätte hier gemacht. Die sehen so aus wie nicht für uns gemacht. Ich koche jetzt Essen, weil es endlich mal Zeit fürs Essen ist. Es ist nämlich fast 1 Uhr. Ich esse ganz teure Luxusnudeln von Cup Noodle, heißt Soba. Und ich verwende logischerweise den X-Boil in Ultraleicht-Version mit einer Titantasse, um mein Wasser zu kochen. Luxus. Hier Nudeln. Hier sind Nudeln drin. Und ich halte seit 10 Minuten die Ölpackung. Weil vielleicht der Leo vergessen hat, dass das hier zuerst einweichen und dann abgesiebt werden muss. Da gibt man weniger Abgase ab. Ja, genau. Hat nicht so viel Blähung daher, wenn wir alle zusammen auf einem Kunststoffplane liegen hier. Die Hirnhaut abgasen. Ich mache auch immer Abgase aus meinem Bauchnabel. Aber er liegt in seinem biologisch abbaubaren Schlafsack. Ich esse das zum ersten Mal und schmeckt nach Nudeln. Es ist nicht mal so gut. Es ist okay. Es ist nur okay. Wir sind jetzt Ewigkeiten jetzt mit dem hier. Es schmeckt okay. So durchschnittlich. 5 oder 6. Natururin. Urinieren im Wald. Und dafür stehen wir mit unserem Namen. Die heranwachsende Bazille ist auch erwacht. Hier haben wir gepennt, auf dieser Baumarktplane. Da hinten sind Mücken. Muscheln. Muscheln sind voll cool. Die kann man, wenn man hier drauf tretet, dann schmerzt das auf den Fuß. Nur deswegen sind die geboren. Genau. Nur deswegen sind die vorhanden. Genau, nur deswegen existieren die hier. Und ja, MarvCon TV hat hier vorne schon Frühstück gemacht. Mhm. Aber ich bin nicht so der Frühstücker. Nichts geht über ein gesunden Frühstück von Babybrei, Salami und Kaffee mit Nudelgeschmack. Probieren wir es mal zusammen aus. Meine Stunts mache ich außerdem selber. Erst muss man halt ein bisschen umrühren. Mit der... Weiß nicht. Ui. Und der hat die Geschmacksrichtung Apfel, Banane, Ananas. Geht so. Definitiv eine 2. Aber würde ich nicht empfehlen. Kaffee geht, aber Nudelgeschmack nicht so gut. So, der Schlafplatz wird rübergezogen. Zum Schatten, wegen der Morgensonne. Die lässt uns gar nicht schlafen, die Morgensonne. Deswegen Schatten, oder wie das heißt, genau. Ich bin immer noch eine heranwachsende Bazille. Hier gibt es sogar Wildtiere. Hallo. Das ist unser Schlafplatz im Schatten. So, guck mal hier. Es blubbert genauso wie die Gehirnzellen in meinem Kopf. Also diese Alterpickel, die meine Gehirnzellen versperren und verkleben und sowas. Ja, genau, das ist richtig geil. So soll das sein und nicht anders. Es soll genauso sich wie diese Blubberblasen in meinem Gehirn. Genau, so muss das sich das entwickeln. So sieht das aus. Ja, nicht, und sonst nichts anders. So, Koffein ist fertig. Mein Gott, man wird hier von Stau belästigt. Guck mal hier. Guckt euch das mal an hier. Da hinten ist Stau. Ja, genau, die Fahrzeuge, die fahren da so langsam. Und der hat mich gerade beim Kaffee trinken belästigt, weil der gehupt hat. Das ist richtig belästigend, das ist voll scheiße. Die müssen weg, da hinten. Und hier sind wieder Wildtiere. So, MarvCon TV, du hast ein Boot dabei. Ja, ich habe das Packrat dabei. Das wird aufgeblasen. MarvCon TV fährt Boot. Schlauchboot. Ein-Mann-Schlauchboot. Packrat. Wie weit willst du denn rein ins Wasser? Ich werde hier rein und springen. Ah! Es funktioniert! Ah!
Frühstück. Gleich kommt da drüben vielleicht Regen. Ich habe nur ein bisschen pro Regenponcho. Und dieser Wind, der kommt hier, dieser elektrische Wind, der so positiv sich anfühlt, genau. Das wird gestern richtig geil sein, wenn hier Blitzanstiege kommt. So, ich habe hier meinen beschissenen Regenponcho angezogen und der stinkt. Das stinkt so richtig. Das stinkt so richtig nach vergangenem Beschissenheitswetter. Genau. Von den alten Regen, genau. Altwasser von diesen Regen von früher. Genau, so danach stinkt das. Und genau, das ziehe ich jetzt an. Dieser Regenponcho, Billig-Regenponcho, der kostet nur 10 Euro. Genau. Und gleich kommt vielleicht Regen. Prüft, ob gleich Regen kommt, weil wir haben gerade keinen Bock drauf, hier wegzulaufen. Das wird richtig geil sein, wenn gleich Regen kommt. Oder eigentlich nicht. So, der Regen beginnt. Guck mal, da hinten, da sind Blitzgeräusche und Donner und sowas. Genau. Und so langsam beginnt es zu regnen. Das wird richtig beschissen sein gleich hier. Wir haben alles geschützt, glaube ich. So ungefähr. Richtig gut geschützt. Ja, genau. Und wir sitzen hier bei diesem Gewitter und Regen und sowas. Ja, genau. Und so langsam kommen die fetten Tropfen so langsam an. Das wird richtig geil sein gleich. Guckt euch mal an, wie das hier so rumregnet. Oh nein, mein Arsch. Das regnet hier die ganze Zeit rum. Guck mal hier. Ja, genau. Das wird richtig scheiße sein hier. Wir sitzen hier in diesen beschissenen Regenporschuss hier rum. Dieser Regen muss weg. Und das donnert hier die ganze Zeit durchgehend, die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum, aber das macht das hier gerade die ganze Zeit. Das ist voll scheiße. Das muss weg. Der Regen muss weg. Das ist ein richtig beschissener Scheißwetter. Das ist nicht dicht. Das ist richtig ranzig. Meine auch nicht. Mein Poncho ist total regenundicht. Das geht durch. Das geht richtig durch. Das geht hier durch die Haut. Also von da oben. Nach das hier und dann das geht dann durch irgendwie, weil das ein Billig-Regenponcho ist, genau. Du musst es wählen für mich, ich muss meine Arme. Es muss noch viel mehr Regen kommen. Ich will das testen, ich werde es ausprobieren, aber ich bin jetzt schon nass. Richtig geil. Es muss noch mehr Nässe kommen. Es muss stark Regen kommen. Das tut's. Noch mehr. Ich muss meine Arme jetzt noch halten. Oh scheiße, mein Kopf wird nass. Jawohl, so muss das sein. Da muss doch viel mehr davon kommen. Herunterfallen von oben. Boah, ist das hässlich. Boah, ist das hässlich. Dieser ganze Regen hier vorne. Ich muss hier diesen Poncho hier festhalten mit meiner Scheißhand. Boah, ist das hässlich. Guck mal, wie das hier regnet. Guckt euch mal das hier an. Guck mal, wie dieser See hier verregnet ist, ey. Ja, yeah, genau. Das ist richtig geil. Da muss noch viel mehr davon kommen. Auf jeden Fall. Die Bauern, um aufzustehen. Das ist ein richtig beschissener Scheißwetter hier. Das ist Starkregen. Das ist ein richtiger Starkregen hier. Oh scheiße, ich habe meine Hose hier, genau, ich muss das hier abdecken. Ja, genau, mit meinem Billigregenponcho. Ja, genau, das ist ein richtig beschissener Scheiß hier. Das ist ein Bartucker. Das ist hier alles durchregnet hier. Guck mal hier. War mein Billigregenponcho, so billig ist, spüre ich die Nässe am Rücken. Das läuft mir den Rücken herunter. Das ist voll scheiße. Das ist kein guter Regenponcho. Der ist voll beschissen. Der ist mir auch hier, guck mal hier, so ein bisschen eingerissen. Das ist ein richtiger Billigregenponcho hier. Aber Marvcon TV, der sieht so aus, als ob der einen guten Regenponcho hat. Hier mit Füßen sogar dran. Und du hast auch einen guten Regenponcho. Nein! Doch! Es regnet. Der ist besser als meiner. Und es regnet immer noch, das ist voll scheiße. Dieser Regen muss weg, aber trotzdem, dieser Regen, der muss auf jeden Fall weg. Der muss richtig weg. Der muss unbedingt weg.
Und vor allem, ja, wir haben richtige Regenköpfe hier gerade. Der Regen, der muss unbedingt weg. Guck mal, wie das die ganze Zeit hier rumdonnert. Mein Gott, ey, das belästigt uns die ganze Zeit. Das ist ein richtiger Belästigungswetter hier. So, der Regen ist weniger geworden und wir flüchten mit dem ganzen Gepäck jetzt unter der Brücke, genau da, wo unser nächster Schlafplatz sein wird. Und es wird eine ohrenbetäubende, laute Schlafplatz werden. Du wirst das bestimmt hassen. Das muss unbedingt deine schlimmste Nacht überhaupt werden. Das ist ganz wichtig. Boah, ist das Wetter hässlich. Boah. Boah. Oh mein Gott. Hier, das Wetter ist voll hässlich. Boah, ist das Wetter hässlich. Boah, ist das Wetter hässlich. Boah, ihr geht. Boah, ist das Wetter hässlich. Boah, pfui. Boah, dieses scheiß Nass. Das nasse Wetter muss weg. Ja. Das muss weg. Das ist... Mein Gott, guckt euch mal an, wie das hier rumregnet, ey. Boah, ist das Wetter hässlich. So, Leopold. So, Leopold Elvis und MarefCon TV. Willkommen unter der Brücke. Da drüben ist die. Gleich hier rechts. Und genau, das wird unser Schlafplatz dann sein. Das wird richtig geil sein. Auf jeden Fall. Wir müssen unbedingt... Wir werden heute unbedingt die ganze Nacht da drunter schlafen. Das wird richtig geil sein. Oh, scheiße. Die Brücke, wo wir eigentlich hin wollten, die ist leider geschlossen. Hier ist alles umzäunt. Das ist sehr, sehr schade. Wir wollten unbedingt unter dieser lauten Autobahnbrücke schlafen. Aber jetzt ist die komplett umzäunt und die wird gerade von so einem Bauarbeiter hier renoviert und sowas. Oder keine Ahnung, was sie hier drunter bauen. Aber auf jeden Fall ist sie leider geschlossen. Das ist voll schade. Aber jetzt, nur weil die geschlossen ist, müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen und eine andere Brücke hier begutachten. Genau. Wir werden dann zur Zugbrücke hinlaufen. Genau, und dann da drunter schlafen. Ja, genau. Nur weil diese Brücke hier nicht funktioniert. So, wir gelaufen jetzt zur Zugbrücke. Das ist die zweitschlimmste Brücke, die ich kenne hier in diesem Umkreis. Genau. Da drin werden wir alternativ pennen. So, Leopold Elvis. Wir haben hier diese Zugbrücke erreicht. Und genau hier drunter werden wir pennen. Oh, scheiße. Das regnet die ganze Zeit. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig beschissen, dieses beschissene Scheißwetter. Dieses Wetter muss weg. Das Wetter muss richtig weg. Das ist richtig beschissen. Scheiß Regen und so weiter. Und hier, guck mal, MarefCon TV, der ist gerade einkaufen. Genau, der kauft gerade ein. Und wir sitzen hier in diesem beschissenen Scheißwetter. Das ist richtig beschissen. Wir haben Kaffee. Ja. Ja gut, Koffein ist super. Ja, genau. Wir haben Kaffee. Und der schmeckt? Der schmeckt richtig gut. Geht. So, wir versuchen jetzt unseren Tarp aufzuspannen. Wir könnten in der Nähe von der Brücke übernachten, das wäre schlimmer. Ja, die Brücke ist genau hier. Genau hier vorne ist die Brücke. Von denen werden wir die ganze Nacht lang belästigt. Das muss doch abgespannt sein. Und dann haben wir es perfekt. Dann können wir uns hier perfekt hier drunter legen. Das wird richtig geil sein gleich. Nochmal. Alle 10 Minuten oder 15 Minuten ungefähr. Ja, genau.
Die ganze Nacht laufen so große Züge und dann ganz am Schluss den kleinsten Zug. Genau den kriegst du auf Kamera. Es gibt hier wunderschöne Zuggeräusche und noch dazu hören wir die ganze Zeit. Noch mehr, viel mehr diese Zuggeräusche kommen. Ja genau, viel mehr. Viel zu wenig. Ich habe gut geschlafen. Du hast mir versprochen, dass ich schlecht schlafe. Ich dachte, wir diese beschissene Brücke, diese Autobahnbrücke, die, schade, dass sie dicht war. Dass sie geschlossen war diesmal. Ja, schade, schade. Die wäre viel, viel lauter. Ja. Das hier. Ja. Und wenn euch dieses Video gefällt, wenn es bei mir oder bei ihm ist, ist egal, dann müsst ihr was sagen, weil dann muss ich hier wieder hochfahren. Dann ist es halt so, dann ist es fix. Ja, und ich melde mich weg vom Dienst. So, jetzt wird unter Belästigungsgeräuschen Kaffee gemacht. Was? Ganz schön fast. Das hier vorne ist ein Bauarbeiterfahrzeug. Genau. Der macht diese Geräusche hier. Der wird richtig saniert. So, Kaffee ist fertig. Ja, Kaffee unter Bauarbeitergeräuschen zu trinken ist auch geil. Laut. Da müssen noch viel mehr Züge kommen. Da sind noch viele gekommen. Das sind noch zu wenig. Da müssen noch viel mehr kommen. Gesehen haben. Oh Scheiße, mein Rad ist platt. Ich habe jetzt einen Platten drin zum ersten Mal. Das ist voll scheiße, da kommt Luft raus. Also da ist da Luft schon draußen, weil der ist richtig platt. Das ist voll scheiße. Ich brauche einen neuen Rad oder ich muss den flicken, aber ich glaube, ich werde mir einen neuen Rad kaufen müssen, genau dafür. Weil der hier, der ist platt, da ist keine Luft mehr drin, das ist voll scheiße. Das ist eine Katastrophe. Das wird dann gleich so richtig scheiße sein. Diesen Wagen hier mitzuschleppen. Wir müssen bestimmt, keine Ahnung, 4 Kilometer oder so laufen. Und das wird richtig beschissen sein, mit diesem Scheißrad hier rumzulaufen. Das ist voll scheiße. Das ist eine Katastrophe. Es ist laut. Ja. Ganz Zeit laut. Es ist schön laut hier. So wird man morgens geweckt. Ich werde mir auf jeden Fall einen neuen Rad besorgen. Weil nicht, dass das genauso passiert wie bei meinem Fahrrad, dass ich den flicke und der nicht zu 100% dicht ist. Genau, das will ich nicht riskieren bei dem hier. Deswegen, ich werde mir wahrscheinlich so einen Vollgummireifen kaufen. Das ist voll scheiße, dass der hier platt ist. Das ist richtig beschissen. Dieser Rad muss heile werden. Das ist richtig beschissen, mit dem Rad zu schieben hier. Das ist eine absolute Katastrophe. Guck mal, wie das hier ins Boden reinsickert und sowas. Das ist eine absolute Katastrophe, dieser kaputte Rad. Der Luft muss raufkommen. Platte Reifen sind voll scheiße. Platte Reifen sind scheiße. Ja, genau. Ja. Das ist richtig beschissen, mit dem platten Reifen hier zu fahren. Genau, den Wagen rumzufahren. Genau. Guck mal, wie scheiße dieser Rad aussieht. Das wird richtig beschissen werden, das zu machen. Genau, das zu reparieren. Ich will damit eine Vollfettwanderung machen und nicht mit so einem platten Reifen. Genau. Da schaffe ich keine Kilometer mit diesem Plattenrad. Und wisst ihr, warum das beschissen ist, dass dieser Rad platt ist? Und zwar nur aus diesem Grund, weil das beschissen ist, dass der Rad platt ist. Mahlzeit!
Gesundheit. No, da muss doch viel mehr von diesen Geräuschen kommen. Das ist richtig, richtige Scheiße mit diesem Plattenrad. Ah, Pieksi! Hab mich gepiekst. Das ist eine richtige Scheiße mit dem Rad. Das war richtig beschissen gewesen, das hier mit diesem kaputten Rad zu schieben. Aus Gewichtsgründen hat Leopold Elvis meinen Rucksack vor ihn genommen, genau. Genau. Vielen Dank. Wir sind kurz vor dem Bahnhof. Und von dort aus werden wir dann mit der Straßenbahn zurückfahren. Weil das ist viel zu beschissen, damit rumzulaufen, mit dem kaputten Rad. Das ist richtig, das ist eine Katastrophe damit. So, wir sind jetzt im Zug drin. Das wurde aber auch Zeit. Der ist 5 Minuten zu spät gekommen. So, also genauso, wie es sein soll. Genau. Wäre nicht Deutschland ohne Verspätung. Genau. Guck mal, wir fahren gerade über diese Brücke drüber, wo wir da drunter geschlafen haben. Genau, da drunter haben wir irgendwo geschlafen. Da waren wir. Genau. Genau da, wo diese Flussseite war. Ich bin wieder zu Hause und vor mir liegt ein Paket rum, der mir über die Amazon-Wunschliste mitbestellt wurde. Ich werde ihn jetzt auspacken. Das sind Kochtöpfe. Neue Kochtöpfe. Ich hatte bereits im Voraus eine E-Mail bekommen von dem, der es mir mitbestellt hatte. Und der wollte auf jeden Fall im Video nicht erwähnt werden. Und von daher vielen Dank an den, der im Video nicht erwähnt werden wollte. Die werden irgendwann so richtig benutzt. Die werde ich dann anbraten. Die werden dann irgendwann schwarz werden und sowas. Und die sind voll leicht. Die merkt man kaum. Das hat voll wenig Gewicht. Die sind leichter als meine anderen Kochtöpfe, glaube ich. Und ich finde diesen Beutel hier voll cool. Ich werde das hier einpacken. Was ich an diesen Kochtöpfen so richtig geil finde, der ist schmaler als mein anderer Kochtopf. Die kann man viel besser verstauen. Aber trotzdem ist der breit. Genau. Deswegen habe ich die in die Wunschliste reingepackt. Vielen Dank für das Mitbestellen der Kochtöpfe. Und unten in der Beschreibung ist wie immer meine Amazon-Wunschliste verlinkt, falls irgendjemand ebenfalls supporten möchte. Hier sieht man das Video aus der Perspektive von Leopold Elvis und hier aus der Perspektive von MarvconTV. Schaut auf jeden Fall bei beiden vorbei und hinterlasst liebe Grüße.